Textfeld in Writer, LibreOffice 7.3. Textfeld aufziehen, erstellen. Klicken Sie auf das Symbol Textfeld und ziehen Sie ein Textfeld auf. Wählen Sie im Dokument den Punkt, an dem Sie mit dem Zeichen des Textfeldes beginnen möchten. Klicken, halten, ziehen Sie den Cursor, um das Textfeld aufzuziehen. Das Aufziehen geht in jede beliebige Richtung. Wenn das Textfeld die gewünschte Größe hat, lassen Sie die Maustaste los. Das aufgezogene Textfeld erwartet, dass Sie sofort einen Text eingeben. Tragen Sie Ihren Text ein. Textfeld abwählen. Ein Textfeld können Sie abwählen, indem Sie neben dem Textfeld klicken oder die Taste Escape betätigen. Anpassungen für ein Textfeld vornehmen. Rechts klicken Sie auf ein Textfeld, so erscheint ein Kontextmenü, in dem Sie die häufigsten Funktionen auswählen können. Erweiterte Möglichkeiten haben Sie in der Seitenleiste bei Eigenschaften. Textfeld in der Größe ändern. Markieren Sie das Textfeld. Sie erkennen die Markierung am Rahmen, der nun 8 kleine Quadrate zeigt. Wenn Sie mit der Maus über eines dieser Quadrate fahren, ändert der Cursor seine Form als Doppelpfeil. Sie können darauf klicken und in die gezeigten Richtungen des Cursors das Textfeld ziehen, also größer oder kleiner. Oder Sie gehen zur Seitenleiste Position und Größe und geben die gewünschte Breite und Höhe an. Achten Sie auf das Häkchen für Seitenverhältnis beibehalten. Schriftart und Größe ändern. In der Seitenleiste Eigenschaften Zeichen befinden sich zwei Felder für die Auswahl der Schriftart und Größe. Klicken Sie jeweils auf den nach unten gerichteten Pfeil neben dem Feld und wählen die Schriftart und die Größe. Farbe für Text und Hervorhebung ändern. Unterhalb der Felder für Schriftart und Größe befinden sich Symbole für die Zeichenfarbe und Zeichenhervorhebung. Diese können Sie nun für den Text oder die Hervorhebung auswählen. Farbe für den Hintergrund ändern. Die Hintergrundfarbe des Textfeldes wählen Sie in der Seitenleiste Eigenschaften Fläche. Wählen Sie die gewünschte Farbe. Ecken abrunden. Markieren Sie das Textfeld. Wählen Sie im Menü Format, Textfeld und Form, Position und Größe. Im Dialog Position und Größe klicken Sie auf den Tab Schrägstellen/Eckenradius. Geben Sie den gewünschten Wert bei Radius ein, zum Beispiel 0,8 cm und klicken auf OK. Textfeld drehen. Beim markierten Objekt können Sie in der Seitenleiste Eigenschaften, Position und Größe bei Drehung den Zeigerpunkt in Klammer Anfasser am Drehrad fassen und drehen. Oder Sie geben den gewünschten Winkel als Wert in Grad ein. Oder betätigen die Pfeile nach oben oder unten, um den Wert zu verändern.